Volkstheater Rostock. Geprobt wird für den Opernklassiker Carmen. Am Samstag ist Premiere. Hinter den Kulissen wird das Arbeiten immer schwieriger. Völlig verwinkelt, technisch veraltert, nicht mehr sanierungsfähig, über 100 Jahre alte Bausubstanz. Das Theater sei in den letzten Jahrzehnten immer nur notdürftig geflickt worden, so Intendant Ralf Reichel. Der ganze Unterbau ist in sich marode. Die Kanalisation von 1905, die drunter liegt, ist porös, sage ich mal. Man kann im Sommer sehr deutlich riechen, wo lang die Kanalisation geht. Also der ganze Unterbau des Theaters ist nass, ist im Arsch. Entschuldigung. Je weiter die Planungen für ein neues Theater in Rostock vorankommen, umso deutlicher wird, dass der Neubau teurer wird als zunächst gedacht. 208 Millionen Euro oder mehr könnten es werden. Viel zu teuer für Rostock, findet die FDP. Wir brauchen einfach ein finanzierbares Volkstheater und kein Luftschloss. Es ist nicht vermittelbar, dass es scheinbar auf einmal egal ist, ob das 100, 200 oder 300 Millionen Euro kosten soll, während andere wichtige Projekte in der Stadt weiter brach liegen. Die CDU bringt sogar einen Bürgerentscheid ins Gespräch. Die Rostocker sollen über einen verbindlichen Kostendeckel beim Neubau abstimmen. Das ist die größte Einzelinvestition der letzten 30 Jahre. Warum soll dann der Bürger nicht mitsprechen können? Denn augenscheinlich sind wir ja als Bürgerschaft nicht wirklich in der Lage dazu. Denn wir haben es ja immer wieder aufgeschoben. Wir haben einen Grundsatzbeschluss und trotzdem wurde drüber geplant. Ohne dass nochmal irgendwie drüber gesprochen würde. Wir fordern einfach nur eine offene Diskussion und das mit Hilfe der Bürger. Aber ein Antrag auf Planungsstopp oder Bürgerentscheid gäbe es nicht, sagt die Oberbürgermeisterin. Trotz Kostensteigerung hält sie am Theaterneubau fest. Na, dadurch, dass die Stadt sich so viele Jahrzehnte Zeit genommen hat, sich für einen Neubau mal durchzuringen und in den letzten Jahren ja auf der Welt viel passiert ist, sind natürlich auch die Baukosten gestiegen. Das merken wir überall in der Stadt und auch beim geplanten Neubau. Mittlerweile gibt es prominente Unterstützer aus Kultur, Sport und Wirtschaft, die sich für den Millionenbau stark machen. Ganz im Sinne des Intendanten. Man kriegt es jetzt nicht billiger. Wenn man es jetzt stoppt, tut man so, als würde man Geld sparen, braucht ein paar Jahre und stellt dann fest, dass es noch teurer geworden ist. So könnte er sich eine Premiere wie Carmen im Spätsommer 2028 im neuen Volkstheater vorstellen.